Ritter. Männer, die für ihren König den Krieg zogen. Wahre Helden. Doch Moment, mussten es Männer sein? Gab es keine Frauen, die den Ritterschlag erhalten haben? Gab es keine Ritterinnen? Die berühmteste Kriegerin des Mittelalters ist ohne Zweifel Johanna von Orléans, oder Joan d'Arc. Die Nationalheilige Frankreichs vertrieb die Engländer vom Festland und sorgte dafür, dass Karl der VII. In Reims zum König gekrönt wurde. Doch sie war keine Adlige. Sie war nur eine Bauerntochter, die viel Einfluss erlangte und sogar eigene Truppen ins Feld führte. Doch einen Ritterschlag hat sie nie erhalten. Letzten Endes wurde sie gar als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Für eine richtige Ritterin müssen wir uns also weiter umschauen. Interessant wird es, wenn wir uns den Kreuzzügen zuwenden. Vom ersten Kreuzzug 1096 an gibt es Berichte von Frauen, die sie begleiten. Kommt es zum Kampf, beschränken sich die christlichen Quellen allerdings auf die Hilfe der Frauen für die kämpfenden Männer, zum Beispiel indem sie Wasser und Essen brachten oder die Verwundeten versorgten. Muslimische Quellen hingegen beschreiben, vor allem während des dritten Kreuzzuges, mehrere berittene und wie Männer gerüstete Frauen, die erst als solche zu erkennen waren, als man ihnen die Rüstungen vom toten Leib nahm. Beide Parteien sahen die kämpfende Frau als etwas Abnormales an und hatten somit ihre Gründe, sie in ihren Berichten zu unterschlagen oder ihre Beteiligungen stärker hervorzuheben, als sie es wohl wirklich waren. Glaubwürdiger erscheinen dagegen Berichte von Frauen, die bei der Verteidigung einer belagerten Stadt zur Waffe griffen. Wie zum Beispiel der folgende von Baha al-Din während der Belagerung von Akkon 1191. Hinter ihrem Wall war eine in einen grünen Mantel gehüllte Frau, die weiterhin Pfeile von einem hölzernen Bogen abschoss, mit denen sie mehrere unserer Männer verwundete. Doch weder bei christlichen noch bei muslimischen Quellen finden wir einen Beleg dafür, dass eine der kämpfenden Frauen den Ritterschlag erhalten hätte. Wenn wir im Feld also keine Ritterin finden, schauen wir uns doch einmal die Organisationen an, in denen sich Ritter sonst zusammentaten. Die Ritterorden. Dort sind die Verhältnisse von Orden zu Orden unterschiedlich. Die Tempelritter hatten eine strikte Regel, dass Frauen keine Mitglieder werden durften. Allerdings konnte eine Frau eine Art Laienmitgliedschaft erlangen, indem sie Land, Güter oder Geld an den Orden spendete. Entweder tat sie dies alleine, als Witwe, oder zusammen mit ihrem Ehemann. Die Johanniter hingegen besaßen ganze Frauenstifte und Hospize, die von Frauen geführt wurden. Bei ihnen waren Frauen echte Ordensmitglieder. Über eine wirkliche Aufnahme in den Kreis der Kämpfenden schweigen die Quellen allerdings beharrlich. Was bedeutet das für unsere Frage? Traurigerweise bleibt nur die Schlussfolgerung übrig, dass Ritterinnen aus historischer Sicht weiterhin ein Mythos bleiben. Was nicht bedeutet, dass es sie nicht gab. Danke, dass du dir mein allererstes Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, habe ich zwei Literaturempfehlungen für dich. Einmal Women on the Third Crusade von Helen Nicholson und The Roles of Women in the Crusade Movement Survey von Christoph T. Meyer. Beide sind zwar auf Englisch, aber durchaus lesenswert. Für mehr Videos wie dieses lohnt es sich, fleißig Kommentare zu hinterlassen und den Abonnieren-Button zu klicken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.